Yo Leute, herzlich willkommen zurück zu Nioh 2. Wir steuern allmählich auf das Ende des dritten Durchgangs zu. Und da werden wir, bevor wir weitere Missionen machen, erst einmal weitere Skillpunkte verteilen. Auch wenn es an dieser Stelle nicht mehr so wichtig ist. Ach ja, stimmt, das Debakel. Wo ich gemerkt habe, oh ups, ich hätte eigentlich hier außen rum gehen und diese Skills holen sollen. Um am Ende den hier zu bekommen. Ich hätte die hier in der Mitte komplett ausklammern können. Hoppala. Naja. Passiert. Ist jetzt auch nicht so schlimm. Ja, hier ist es wie gesagt mittlerweile egal, wo ich meine Punkte reinstecke. Lähmungsschuriken meinetwegen. Onmyo-Magie, da habe ich das da unten auch schon komplett. Ah, das hier wollte ich. Genau. Von Yokai verursachter Schaden, der soll reduziert werden. Ach, ich habe noch einen Punkt. Ach, guck mal. Ja, dann wird es direkt gesteigert. Ah, und mehr geht nicht. Okay. 2% ist das Maximum. Schade, ich dachte, ich könnte es noch auf 3% steigern. Habe ich mir hier irgendetwas markiert? Jawohl. Ah, Engel. Egelband. Okay. Ah, okay. Ja. Auf jeden Fall. Genau. Und dann noch mit den Titeln. Ist da irgendetwas? Jawohl. Da nehme ich Key. So. Okay. Dann würde ich sagen, kümmern wir uns jetzt mal um die ganzen Einzelboss-Missionen. Und schließen diese so schnell wie es geht ab. Wow. Okay. Wow. Das gibt es ja nicht. Der lässt hier ja kaum Möglichkeiten zum Gegenangriff zu. Aha. Jetzt war's mit dem Feuerkreisel. Das war jetzt doof. Ja, genau. Jetzt? Ah, okay. Boah. Zwei gehabt. Uiuiuiuiui. Das war ja mehrere Male ultra knapp. Und wir bekommen den uralten Text Doppelkopf-Schlange-Tonfa. Huiuiui. War ein krasser Fight. Nicht übel.
Aber mit genug Geduld und Spucke geht auch das klar. Gut. Das wäre erledigt. Als nächstes japanisches Herz, Yokai-Verstand. Wir hauen erst einmal all diese Missionen komplett durch. Ja, bei ihm wahrscheinlich lieber Blitz benutzen. Yo, come on. Shit. Ah. Ups, ich kann mich hier nirgends verstecken. Oh. Chill. Das war echt dumm. Natürlich killt er mich instant. Ach komm. Mach einen kurzen Prozess. Ah, da lohnt es sich schon auch nicht mehr, die Buffs zu erneuern. Dann lieber nochmal neu anfangen. Komm jetzt raus da! Oh, du Penner. Ja, auf Zeit spielen. Echt jetzt? Und wie er sich auch ständig aus der Affäre rauszieht. Ne? Hauptsache erst einmal raus aus meinem Wirkungsradius. So. Alter. Ist doch mal gut, Alter! Was geht bei dir? Meine Güte! Der lässt sich ja gar nicht unterbrechen oder blocken in seinen Kombos. Der scheißt ja mal getrost auf alles. Du Sack! Warum hat er mich jetzt auf einmal so früh schon anvisiert? Ist doch mal okay, oder nicht? Der Combo darf doch auch mal vorbei sein. Ne? Das ist doch in Ordnung. Unfassbar. Ja. Echt jetzt? Alter, was? Guckt euch das mal an, wie er einfach mal komplett auf den Kreisel geschissen hat. Alter, ey.
Bitteschön. Bam! Nice. Na also. Okay. Wäre das auch erledigt. Bald schalten wir den Weg des Neo frei. So heißt, glaube ich, der vierte Durchgang. Wenn er zumindest genauso heißt wie noch im letzten Spiel. So, der hieß doch, glaube ich, Weg des Neo, oder? Irgendein Durchgang, ich weiß nicht, ob es der vierte, der fünfte war, keine Ahnung. Irgendein Durchgang hieß der Traum des Neo. Nicht Weg des Neo, Traum des Neo. Mal schauen. Oh Gott, der Speertyp. Kurz nochmal gucken. Hütte. 18 Spielern geholfen. 2360 Ruhm, 3 Ochoko-Becher, supi. Ups, nope. Schrein. Okay. Alles in Konstitution. Verborgenes Teehaus. Stimmt. Jetzt haben wir ja... Ach ja, ich bin ja offline. Ich werde mir auf jeden Fall wieder die Belohnungen von den Clankämpfen abholen. So, schauen wir mal. Wird wahrscheinlich wieder das gleiche Ergebnis sein wie sonst auch. Können wir doch mal von ausgehen, ne? So, Rot wird wieder gewonnen haben. Die Frage ist nur, wie groß ist der Vorsprung? 126 Millionen zu 99 Millionen. Hui. Ordentlich. Oh, cool. Einzelrang 532. Ich habe jetzt sogar 5,5% Ruhmwechselkurs. Immerhin. Ein bisschen mehr als sonst. So, neue Teeutensilien, die geschätzt werden dürfen. Na? Brauchbar? Oder ist es wieder ein wertloses Kinkerlitzchen? Hui, wie er ausrastet. Klingt ja gut. Oh ja, Tenmoku, ein episches Teeutensil. Ja, schau's dir mal an. Schön, dass die Droprate jetzt auch tatsächlich das hält, was sie verspricht. Wir bekommen deutlich mehr von den Dingern. Und so soll's auch sein. Na, immerhin passabel. Immerhin ist es benutzbar. Cool. Noch eins? Jawohl! Oh, herrlich! Ich kann die Trophäe schon bald riechen. Allzu viel dürfte dann auch nicht mehr fehlen. Und? Sehr schön. Okay. Noch eins? Okay, drei Stück. Nice. Schön, schön. Dann machen wir erstmal weiter. Matasa mit dem Speer. Das wird wahrscheinlich wieder knackig. Der hat uns ja schon im zweiten Durchgang leichte Probleme bereitet. Mal gucken, wie es jetzt laufen wird. Come on. Echt jetzt? Immerhin, meine Verteidigung ist gerade überraschend gut.
Bis jetzt geht's einigermaßen, aber das ist ja noch nicht seine kritische Phase. Nice. Viel Spaß. Wow. Hulla die Waldfee. Ja, ist okay, ist okay. Jesus. Yo, alright. Yikes. Nein, stopp. Darf ich mich wieder erneut buffen? Reicht doch! Reicht doch! Meine Fresse! Gar nicht gecheckt. Bam! So nämlich. Okay. Ja gut, ging ja doch einigermaßen. Cool. Nächste Mission abgehakt. So, okay. Wir haben definitiv noch was. Neue Harmonie, sehr schön. Genau, Sukuna. Alter, Hilfe!
Echt jetzt? Darf doch nicht wahr sein. Ich dachte, der Kreisel lenkt ihn genug ab. Nope. Alter, was? Ja, nee, komm, dann mach mich fertig jetzt. Du Penner. Ah, ey. Was ein Drecksack. Wie ich das jedes Mal aufs Neue hasse, ne? Dieses, ich hau dich genau so oft an, dass du wieder respawnt wirst und all deine Buffs verlierst. Ella Badge. Nice. Menü zur Meisterstufe. Ups. Ach komm. Hä? Habe ich ihn jetzt gekontert oder nicht? War jetzt nicht wirklich eindeutig. Wow. Alter. Nein, come on, ey, ich konnte nicht mehr weg. Ah. Na klar. Ach, Mensch. Bei dem Typen ist die Regeneration irgendwie gefühlt deutlich niedriger. Weil er, glaube ich, auch zum Teil selber Amerika absorbiert. Was? Was? Ja, das ist ja super. Ja klar, machen wir uns jetzt einen Pfeil, Penner. Als ob. Ich war doch an seinem Wirkungsradius schon lange vorbei. Ach Gott, ey. Natürlich hat dieser scheiß Feuerball noch so eine krasse Kurve geschlagen. Verarschen kann ich mich alleine. Oh.
Nein! Oh. Alter. Okay. Yes! Uralter Text. Blumen Tsukunas Bogen. Sehr gut. Nice. Seinen Seelenkern nehmen wir auch noch mit. Cool. Handgefertigte Puppe habe ich auch noch erhalten. Okay. Ist das das Quest-Item oder... War da noch irgendetwas anderes? Steckte da noch was anderes hinter? Wird wohl das Quest-Item gewesen sein. Naja. Gut. Seelenkerne wurden gereinigt. Ah, schade. Reicht leider noch nicht, um die nächste. Das nächste Gebiet freizuschalten. Dürfte aber nicht mehr viel fehlen, oder? Ja, wahrscheinlich nur noch eine einzige Mission. Jetzt ist die Frage, welche machen wir dafür, ne? Welche Mission machen wir? Sollen wir mal den duftenden Brief machen? Sollte doch auch relativ schnell gehen. Komm, machen wir das mal. Und dann sind wir hoffentlich auch, durch mit dem Gebiet und können das nächste starten. So, bam. So, da wird schon mal durchgebufft. So. Sehr schön. Oh oh. Jetzt gerade. Oh. Du Penner. Alright. Oh, oh. Nice. Jawohl. Puh. War's das? Ja. Sehr gut. So, das war ja das erste Mal, wo wir so etwas machen mussten. In diesem Level, in dieser Mission. Alles andere hier ist erstmal optional. Perfekt. So. Ja, soll ich? Ja, komm.
Ich bringe die Amerita lieber in Sicherheit, sind zwei Level-Ups. Ja. Dann mache ich nochmal Key hoch. Das Key kommt nochmal ein bisschen nach oben. Ne? Wird nochmal ein bisschen verbessert. Go. Und hier ist der letzte Fight. Sehr gut. Zack. Noch einer. Jawohl. Au. Wow, beide? Nee, einer. Schade, ich dachte, ich habe beide jetzt gerade exekutionsbereit gemacht. Das wäre krass gewesen. Au. Oh oh. Wow, dass ich das überlebt habe, ey. So, einer down. Bitteschön. Alter, als ob. Come on. Ah, ließ sich natürlich mal wieder null von dem Feuerkreisel beirren. Herrlich. Immer wieder schön. Ach, Maul halten da. Ah, interessant. Jetzt hat er den roten Schimmer nicht mehr. Geht's umso schneller. Out. Echt jetzt? Ach komm. Okay, ging ja noch mal gut, gerade so. Was? Okay. Alles klar. Ich dachte, es kommt doch noch etwas. Ich dachte, es kommt noch eine Welle. Doch nicht. Cool. Umso besser. So, jetzt haben wir hoffentlich das letzte Gebiet geschafft. Also freigeschaltet, meine ich. Yes! Yes! Zum Dojo hinzugefügte Mission Befreiung zuschlagen wie ein Yokai. Ja, ja. Sehr gut. Damit haben wir die DLC-Missionen auch schon einmal für das New Game Plus Plus, für den Traum des Dämons freigeschaltet. Das war ja für uns erstmal so das Wichtigste.
Keine Ahnung. 7 Kräuterpillen. Irgendwas. Ist ja wurscht. Genau, das habe ich ja jetzt auch. Was könnte ich als nächstes nehmen? Talisman der Faust. Explosiven Feuerball auf meine Gegner. Soll ich mal auf den Feuerfreund-Talisman gehen? Einfach so. Was anderes? Keine Ahnung. Würde für mich jetzt schon gar keinen Sinn mehr machen. Ja, wobei, stimmt. Der, Wasserschutz, Feuerschutz, Yokai und dunkles Reichschutz. Das nehme ich mal. Das kann ich sehr gut gebrauchen. Das wird hochgestuft. Auf jeden Fall. Okay. So. Ja. Da sind die DLC-Missionen. Für den Durchgang, für den es wichtig ist. Aber wir rotzen jetzt erst einmal die Story durch. Im Auge des Betrachters. Let's go. Ich muss nur gerade noch mal auf die Zeit gucken. Wenn wir uns beeilen, kriegen wir das noch hin. Wenn ich mich beeile, dann schaffe ich das noch. Yes, I'm all set. Let's go. Einmal hier. Achso, ich kann nur einen. Na gut. Ist okay. Kacke. Wo soll ich denn sonst? Verdammt nochmal. Gibt nur den einen Weg oder was? Tschüss. Nochmal tschüss. Bin jetzt im Kreis gelaufen. Ja, wow, das hat sich gelohnt. Gab es hier keinen Hebel, den ich ziehen konnte? Nichts? Muss ich das alles echt unten machen? Ja, geil, ey. Geht wohl nicht anders. Ich dachte, ich komme irgendwie auf der anderen Seite raus oder so. Auf jeden Fall muss ich da unten erst einmal... Ja, ja, ist okay. Wo ist denn hier ein Hebel? Hier gibt's keinen? Wollt ihr mich verarschen? Das ist doch ein scheiß Scherz. Oh Mann, ich bin so... Oh. Wo zum Teufel sind diese scheiß Hebel hin? Es gab doch Hebel, mit denen ich die Brücke in der Mitte drehen konnte. Das ist doch klar, dass es die gibt. Nur wo? Halt dein Maul. Du Arschgeige! Das ist echt unfassbar. Stupst er mich mit seinem Scheißstab echt noch am Arsch an, dass ich ins Wasser falle?
Alter, du Drecksraben-Tengu. Auch wenn die hier anders heißen, ist mir sowas von Latte jetzt. Könnt ihr euch gar nicht vorstellen, wie sehr mir das gerade am Arsch vorbeigeht. Piss dich, piss dich. Mann, mach doch! Nein! Oh, jetzt hätte ich beinahe einen Fehler gemacht. So, die oberen Brücken haben sich damit jetzt hoffentlich auch bewegt. Sonst kotze ich im Strahl. Yes, geht doch. Meine Fresse. Oh. So, shit. Wo geht's hier weiter? Nein. Shit. Wo gab's denn nochmal jetzt einen Weg, der weitergeht? Ach, come on. Habe ich jetzt etwa den Hebelscheiß umsonst gemacht? Ah, ich glaube hier. Muss ich runter. Dann da lang. Okay. Wir sind wieder auf dem richtigen Weg. Gut. Ich lasse mal meine Kameraden da hinten kämpfen, wenn sie Spaß dran haben. Soll mir recht sein. Okay. Puh. Prima. Ja, hier ziehe ich auch erstmal durch. Komplett. Okay, 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 kann ich bitte? Nein, darf ich nicht? Okay, cool. Danke, dass ihr darüber Gewissheit... dass ihr darüber Gewissheit klargestellt habt. Also keine Zweifel übrig gelassen habt. Ich kann schon wieder nicht mehr reden. Und ich verbrauche zweimal den gleichen Gegenstand. Cool. 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 Jawohl. Ja, da sind nicht so toll, ne? So, dann ist die wenigstens down. Oh, alter Text-Dämonenmaske. Cool.
hoch mit euch. Wo liegt Mumio? Ah, da. Sie liegt schon nicht mehr. Das war jetzt doof. Nice. Gut gemacht, Leute. Habt ihr sehr gut gemacht. Na dann. Zack. Zack. Ich nehme nochmal einen heiligen Pinsel ein. Das noch und das noch. Und let's go. Rein da. Aha. Nice. Volle Breitseite bekommen. Also er. Ne? Ihr wisst schon. Oh, da ist er sauer. Aha. Das war jetzt doof. Wow. Nein, Mann, was mache ich denn? Wow. Okay, jetzt aber. Come on. Kacke! Und dabei lief es so gut. Ah! Es lief wirklich gut. Shit! Na komm, einen Versuch schaffen wir in dem Part noch. Beziehungsweise eigentlich wäre es gut, wenn ich es generell in dem Part schaffen würde. Weil ich dann ja im nächsten Part direkt sauber den nächsten Durchgang starten kann. Wenigstens haben wir die ganzen Nebelgegner erledigt. Das ist schon mal das Wichtigste. Kurzer Einwurf, leider habe ich Otakimaru nicht direkt beim ersten Versuch geschafft, deswegen werde ich die ganzen Versuche erstmal zusammencutten, bis ich ihn endgültig geschafft habe, sonst passt es leider nicht mehr in diesen Part hinein. Kacke, das gibt's doch nicht! Oh.
Ach, Leute. Natürlich. Ja, klar. Natürlich. Hör bloß nicht auf mit deinen Fernkampfangriffen. Hör bloß nicht auf damit. Oh, Gott im Himmel, das darf doch nicht wahr sein. Meine letzte Hürde zum nächsten Durchgang. Und der macht es mir so extrem schwer. Was? Das ist unfassbar, Junge. Ja, klar, natürlich. Ach, halt doch dein Maul, Alter. So eine Scheiße. Nein. Oh. Komm schon. Yes. So, bam, Alter. Mega geil. Das war nice. Geiler Fight auf jeden Fall, klar. Und jetzt habe ich mir den nächsten Durchgang aber sowas von verdient. Zusammen mit der Ausrüstung, die damit einhergeht. Let's go, Alter. Haha. Ah, das fühlt sich gut an. Nice. So,
Und Seelenkernigerei nicht. Und Stufensynchronisation ist jetzt für alle Traum des Dämons-Missionen verfügbar. Traum des Weisen wurde freigeschaltet. Haha, okay. Doch nicht Traum des Neo. Traum des Weisen. Alles klar. Sehr gut. Das wird auf jeden Fall die höchste Stufe sein. Der höchste Traum, den wir betreten werden. Alle anderen lassen wir schön bleiben. So, da werden wir gleich auf jeden Fall auch wieder in der ersten Mission gleich schauen, wie stark wir wirklich sind. So. Da wird unsere Stärke erstmal getestet. Ne? Illustrationen. Ach, das gucken wir uns im nächsten Part an, wenn überhaupt. Für heute muss jetzt schon den Part beenden, denn ich musste ja die Kämpfe von Sukuna schon, von Otakimaru schon zusammenschneiden, und denn sonst hätte das in diesen einen Part nicht mehr reingepasst. Alles klar, Leute, dann werden wir im nächsten Part den Traum des Weisen angehen. Von daher, für heute würde ich erstmal sagen, Leute, vielen lieben Dank fürs Zusehen. Lasst mir gerne einen Daumen nach oben und einen Kommentar da, falls es euch gefallen haben sollte. Habt ihr das schon bei einigen meiner Videos getan, ist es euch ja vielleicht schon ein Abo wert. Nichtsdestotrotz, danke fürs Einschalten und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.